Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, als am 9. November 1989 die Grenzen nach West-Berlin unter dem Andrang der Volksmassen geöffnet wurden, brachen sie entzwei die Ketten der Teilung, in die das Vaterland über 40 Jahre lang gelegt war. Bald darauf wurde der Todesstreifen von der Ostsee bis Bayern durchlässig und die Deutschen lagen sich überglücklich in den Armen. Für die NPD, die sich im Gegensatz zu den Altparteien niemals mit der Teilung der Nation abgefunden hatte, war dies das Vereinigungsfest einer zerrissenen Familie. In diesen frohen Tagen vor 20 Jahren lag eine nationale Tendenzwende in der Luft, lag die Chance einer geistigen und politischen Neugeburt der Deutschen auf der Straße. Diese Neugeburt der Deutschen hätte sie damals seelisch gesunden lassen können, sie hätte sie mit ihrer Nationalgeschichte versöhnen können und sie hätte sie erstmals nach Kriegsende dazu befähigt, wieder selbstbewusst ihre nationalen Interessen zu vertreten. Wenigstens das aber wollten die Negativ-Eliten in BRD und DDR verhindern, wenn sie schon nicht die Einheit selbst verhindern konnten. Die Herrschenden in Ost und West hatten sich nämlich gleichermaßen vom Wiedervereinigungsgebot entfremdet, genauso wie sie sich ihrem Volk und seiner Geschichte entfremdet hatten. Für diese antideutsche Geisteshaltung, die vor 20 Jahren waltete, steht beispielhaft der damalige Chefredakteur des Spiegel, Erich Böhme, der zu Protokoll gab: Ich will nicht wieder vereinigt werden. Und vor 20 Jahren wollten auch viele andere gesellschaftlich relevante Kreise nicht wieder vereinigt werden. Da waren natürlich die SED-PDS-Genossen, die um ihre rote Bonzenherrschaft und den antifaschistischen Schutzwall trauerten. Da waren Sozialdemokraten wie Willy Brandt, Gerhard Schröder und insbesondere Oskar Lafontaine, der damals noch bis Ende 89 an der unnatürlichen Zweiteilung Deutschlands festhalten wollte und die Mitteldeutschen von den damals noch bestehenden Leistungen des westdeutschen Sozialstaats fernhalten wollte. Da waren die Grünen, deren Spitzenpersonal vor 20 Jahren noch an einer Berliner Großdemonstration unter dem Motto "Nie wieder Deutschland" teilnahmen und damit gegen die Einheit demonstriert haben. Und da war Hildegard Hamm-Brücher, die große linksliberale Dame der FDP, die sich noch im Wendeherbst vor 20 Jahren für den Fortbestand der Teilung ausgesprochen hat, weil sie dachte, das würde dem europäischen Frieden dienen. Und man kann natürlich auch auf eine Reihe hochkarätiger CDU-Politiker verweisen, die damals bis zuletzt versucht haben, den Zug zur Wende abzubremsen. Ich denke an den früheren CDU-Generalsekretär Heiner Geißler oder den CDU-Multifunktionär Friedbert Flügler. Letzterer äußerte sich noch im Herbst 89 voller Ekel über die Perspektive eines wiedervereinigten Deutschlands. Und er sagte damals gegenüber der Presse: In Abkehr von der nationalen Wiedervereinigungsidee, mein Vaterland ist die Bonner Demokratie. Na, herzlichen Glückwunsch. Die Herrschenden in Bonn hatten damals das Ziel der Einheit längst verraten, als ihnen die Einheit durch den Freiheitswillen der Mitteldeutschen wie eine reife Frucht in den Schoß gefallen ist. Die Demonstranten in Mitteldeutschland wollten aber nicht einfach nur wiedervereinigt werden, sondern sie wünschten sich eine Wiedervereinigung auf gleicher Augenhöhe, in die gleichberechtigt Mitteldeutsche und Westdeutsche ihre Lebenserfahrung, ihre Tradition und ihre Gerechtigkeitsvorstellung in das neue, größere Deutschland würden einbringen können. Doch die herrschende Klasse tat alles, um den Strom nationaler Begeisterung wieder auszutrocknen und das verbliebene Rinnsal in die Bahn des überlebten bundesrepublikanischen Status quo zu lenken. Anstatt einer wirklichen Wiedervereinigung, anstatt eines wirklich gesamtdeutschen Staates, gab es nur den technokratischen Anschluss der DDR an die BRD in einem als Großwestdeutschland zu bezeichnenden Staat. Damit missachtete die Klasse der Bundesrepublik Deutschland das von ihr selbst in Sonntagsreden immer wieder beschworene Grundgesetz. In dessen Artikel 146 steht nämlich bis zum heutigen Tage, dass das Grundgesetz an dem Tag seine Gültigkeit verliert, an dem die Einheit hergestellt ist und sich das deutsche Volk in freier Entscheidung eine Verfassung gegeben hat. Aber wir wissen ja, dass sie das Grundgesetz biegen und deuten, wie sie es wollen. Die etablierten Parteien... Kommen Sie jetzt bitte zum Schluss, Herr Ganzel, Ihre Redezeit. Ich habe hier noch eine halbe Minute, Herr Präsident. Gut, die können Sie auch ausfüllen. Die etablierten Parteien hatten also überhaupt kein Interesse an einer demokratischen Erneuerung des größeren Deutschlands. Sie wollten keine Verfassungsdebatte und ließen sie deswegen auch nicht zu. Der Grund war schon damals die Angst der Herrschenden vor dem eigenen Volk. Ich kann hier nur sagen, dass wir Nationaldemokraten gerne die Freiheitsimpulse des 9. November 1989 aufnehmen, die Impulse für die Herstellung einer wirklichen Volksherrschaft.
Dafür brauchen wir auch 20 Jahre nach der Wende eine neue friedliche Volkserhebung. Und ich möchte namens der NPD sagen... Ihre Redezeit ist abgelaufen. Ja, mein letzter Satz. Nach der DDR hat nämlich auch die BRD wahrlich ihren 9. November 89 verdient. Danke.